Für einen guten Zweck trafen sich am Karfreitag wieder rund 30 Rennradfahrer mit ihren Rädern auf dem Dülmener Marktplatz. Zum Saisonauftakt hatte sich das Orga-Team um Josef Friedag wieder eine anspruchsvolle Strecke von 55 Kilometern Länge einfallen lassen. Das ist eine private Sache, die Tour der Hoffnung ist dieses Jahr zum 16. Mal. Und wir sammeln Gelder für die Kinderkrebshilfe, für soziale Zwecke, da was die Krankenkassen nicht bezahlen. Es waren Runden, die ich vorher ausgearbeitet habe und vorgefahren sind. Und dann jeder, wer mitfährt, kann freiwillig eine Spende geben. Und dann haben wir auch noch etliche Sponsoren, die uns unterstützen. Und dann machen wir auf der Hälfte der Strecke eine kurze Pause meist und fahren dann wieder Richtung Dürren. Letzter Radcheck vor dem Start. Dieter Müller und sein Kollege prüfen noch einmal alle Funktionen. Er fährt bereits seit Jahren bei dieser Aktion mit. Ich fahre Rennrad seit 15 Jahren ungefähr. Und hier bei Tour der Hoffnung mache ich ein paar Jahre auch schon mit. Das ist eine super Sache. Wir haben das kennengelernt auf so einer langen Tour im Westerwald. Da waren wir in einem Hotel, da ist der Chef von dem Hotel, der ist der Pressewart von dieser großen Aktion, wo auch bekannte Sportler mitfahren. Und der hat uns das mal da vorgestellt, das war schon hat mich ziemlich mitgenommen. Die Sammelbüchse geht rund. Auch stellvertretende Bürgermeisterin Annette Holtrup beteiligt sich. Sie bedankte sich für die Beteiligung zugunsten krebskranker Kinder und sprach ein Grußwort an die Rennradler. Ich wünsche Ihnen heute gutes Wetter. Wir haben gesagt, ja, die Sonne kommt bestimmt noch. Da wollen wir auch mal auf das Prinzip Hoffnung setzen. Ich wünsche Ihnen ja viel, ein gutes Miteinander. Vor allen Dingen auch, dass Sie alle gesund wieder nach Hause kommen und dann ein frohes Osterfest. Und nochmal vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz. Gegen 10.30 Uhr starten die Radfahrer Richtung Meerfeld. Josef Friedag hofft, dass in diesem Jahr wieder genauso viel Spendengelder zusammenkommen wie im Vorjahr. Im Jahresdurchschnitt haben wir so zwischen 5.000 und 6.000 Euro an Spende. Am 22. April wollen die Hoffnungsradler dann zu einer 87 Kilometer langen Tour zum Schloss Rasfeld starten.